Hi Leute, herzlich willkommen bei Colin und Dennis TV, dem Kanal für Gaming Booster Tests. Heute ist was richtig krasses. Ich habe hier Level Up Galaxy. Mega bekannte Sorte, mega beliebte Sorte. Ich werde es für euch testen. Und ja, ich muss noch alles vorbereiten. Shaker, Wasser, Eis und dann geht's gleich ab. Bis gleich. So Leute, jetzt geht's los. Ich bin schon richtig gespannt. Die Sorte von Level Up überhaupt, Galaxy. Ist heute dran. Es ist meine erste Sorte von Level Up Tatsache, die ich habe. Ich hatte ja sonst immer, naja, ich bin halt eher bei der Konkurrenz unterwegs. Wir gucken jetzt mal. Es gibt theoretisch von jedem Testkanal auf jeden Fall einen Galaxy-Test, weil es eben doch eine sehr beliebte, sehr bekannte Marke ist, ne? Geboten werden rote Früchte und dieses Acai, wie auch immer das ausgesprochen wird. Schon ein relativ typischer Geschmack, aber Galaxy soll schon richtig reinhauen. Also, ne, wir haben Eiswürfel, wir haben stilles Wasser. Man sieht jetzt schon, das ist natürlich geil. Galaxy ist ein Glitzerpulver mit drin, ne? Also der fertige Drink glitzert. Ich bin gespannt, ob man das gleich sieht. Jetzt mal ein bisschen in die Kamera, falls ihr was sehen könnt. Ja, weiß ich schon. Also es soll auf jeden Fall ein bisschen glitzern. Es ist relativ dunkel. Das Wichtige ist ja aber der Geschmack. Also gönne ich mir mal einen, ne? Schmeckt kräftig. Es ist ordentlich süß. Rote Früchte, doch, man merkt schon so ein bisschen, dass es nicht nur dieses AKI ist oder AKI oder wie auch immer. Schreibt es mir in die Kommentare, wie es richtig ausgesprochen wird. Das würde mich mega interessieren. Schmeckt schon, dass da noch was anderes hin. Das ist sehr süß. Wenig Säure, muss man sagen. Es hat irgendwie so einen ganz leicht kratzigen Moment im Rachen. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie das Glitzerpulver ist, was sich jetzt absetzt. Sehr gefälliger Geschmack. Ich denke nicht, dass es da viele gibt, die sagen werden. Kann ich gar nichts mit anfangen. Also, es ist schon typisch nach dieser besagten Beere, die kein Mensch aussprechen kann. Es hat aber eben auch irgendwie was Eigenes durch diese Fruchtmischung, nehme ich an. Ausgewogen ist es. Du hast so ein ganz, na, ein bisschen Säure, ne? Nicht viel. Es ist schon süß, das Ganze. Ich überlege jetzt gerade, wo es ein bisschen, naja, Enttäuschung ist auch übertrieben, aber. Wird es dem Mythos gerecht? Also Galaxy, ich habe ein bisschen mehr Wumms erwartet, ein bisschen was Besonderes. Ne? Also es gibt ja dieses AKI auch von Konkurrenzprodukten. Ne? Gamers Only hat sowas. Ich glaube, Just Legends hat es auch. Von Gamers Only kenne ich es. Das schmeckt schon relativ dicht dran, glaube ich. Hätte mir ein bisschen mehr ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie rausgewünscht, muss ich sagen. Das Ganze gibt es ja auch bei Level Up. In der koffeinfreien Variante als Hydration Drink, das finde ich richtig cool, diese Idee. Ja, ne, dass du eben Koffeinshaker trinkst du ein, wenn es mal hochkommt, zwei. Wenn du dann noch die koffeinfreie Variante dabei stehen hast, kannst du ja schon ein bisschen mehr reinhauen. Ich muss sagen, Level Up, ja, weiß ich auch nicht. Ich würde gerne mehr probieren davon, ne? Also falls da irgendwer zuschaut, ich finde, es ist eine echt interessante Sorte. Es ist eine große Sorte, die auch viele fetten Streamer dabei hat, die das voll unterstützen. Und man hört eigentlich nur Gutes. Deswegen müssen wir mal gucken. Wir werden irgendwann nochmal bei Level Up bestellen, wenn vielleicht nochmal irgendeine Aktion kommt oder so. Es gibt ja auch diese Ready-to-Drink-Geschichten da aus der Flasche. Finde ich auch mega interessant. Galaxy kann man gut trinken, muss man sagen. Wenn man bestellt und die Dose ist leer, denke ich schon, dass man die nachbestellen wird, weil es schon. Es schmeckt gut. Es schmeckt einfach gut, muss man sagen. Falls ihr mehr solche Testvideos sehen wollt, wir haben auf unserem Kanal eine kleine Playlist, wo wir mehrere Booster testen. Holy Energy, Gamers Only, Uber Gaming. Ja, Level Up fangen wir jetzt an. Habt ihr da irgendeine Sorte, die unbedingt mal getestet werden muss? Es gibt jetzt gerade diese neue Summer Edition. Die Bubble Boom würde ich gerne mal probieren. Ja, wir werden demnächst einfach mal bestellen, denke ich, dass wir noch ein paar gute Videos raushauen können. Falls ihr die nicht verpassen wollt, wie gesagt, haut rein hier, Glocke bimmeln und dann kann man nur sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Dankeschön. Tschüss.